Buenos Hallos und so. Bonjour. Richtig. Richtig. Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Wie Seide. Okay, ich würde sagen, wir sollten mal anfangen. Ja. Oh Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich überhaupt richtig so? Ja, ja. Wird schon werden. Ich kann ja auch alles mit der Maus bedienen. Also fortsetzen, ne? Mhm. Okay, wo waren wir denn jetzt? Bei Schreibtisch. Ja. Hallo. Hastings-Schreibtisch. Schreibdings-Hastisch. So, ich müsste das ja... Genau, ich kann nämlich in den Chat klicken, dann ist das auch gut. Catriel und Co. durchkämmen die Chancer Lane auf der Suche nach einem passenden Geschenk für die Frau des Inspektors. Doch alle Läden sind geschlossen. Man macht sich auf den Weg zu Scotland Yard, um das den Inspektor zu melden. In der Annahme, dass er von dem Zwischenfall bereits zurück ist. Ja. Suche nach Inspektor Hastings? Wo in diesem Bild könnte Inspektor Hastings sein? Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt schon hier alles durchgeguckt haben. Ich glaube, oder? Oder haben wir vielleicht irgendwo... Ah, ich habe einen Hinweis, wenn es in dem Aktenordner reicht. Ja? Ja, nee, in dem, da oben. Über den Sessel, da. Ja. Okay, die hast du schon? Ja, ja, weil ich bin ja halt so gut, dass ich den ganzen Kram schon habe. Okay, also ich glaube, ich habe da schon alles. Okay. Hatten wir hier nicht sogar schon ein Rätsel gelöst, oder war das... Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht... Oh, eine Hinweismünze in, da. Die hatte ich auch. Okay. Also, die hatte ich auch schon. Mhm. Ja, okay, dann sprechen wir dann. Okay, kein Rätsel, oh. Ist auch gut, so, wir wissen jetzt alle nicht den Stand. Ja, eben, stimmt. Kira, wo bist du? Dann müssen wir einfach mal mitzählen, wie viel wir in dieser Aufnahme... Ja. 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 Ah, Cock Booker hatte recht. Der Inspektor ist wieder zurück. Schaut. Wie geht es uns so? Ein bisschen kränklich, wie man vielleicht hört, aber sonst. Also mir, also ich bin ja sowas von überhaupt nicht kränklich. Hey, mach mich nicht nach. Ach so, ich mach dich damit nach. Ich bin hier immer die, die leugnet, dass sie krank ist. Ja, nee, dann also... Ja, also ja. Uns geht's so den Umständen entsprechend. Also es ist ja auch momentan eine ziemliche Dingswelle. Ja, Grippewelle. Grippewelle, ja. Mhm. Okay, nee, jedenfalls... Ah, Kent, hallo! Hey, nochmal. Junge! Hey, Junge! Und hey, Ernest! Sind Sie schon lange hier? Ich bin gerade erst gekommen, angekommen. Nein, wir auch. Haben Sie den Mann erwischt? Natürlich, mit ein wenig Hilfe der Öffentlichkeit, aber wir haben ihn erwischt. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Hilfe? Inwiefern? Dieser Kerl war ein echt cleverer Bursche. Der hat sogar einfach, der ist im Zickzack gelaufen und war immer eine Ecke weiter als wir. Der hat einen Stadtplan benutzt. Er hatte einen Übersichtsplan von der Stadt. Hier ist der Übersichtsplan. Ist in den Park weggelaufen. Hier ist ein Übersichtsplan vom Park. Willst du es vielleicht in den Discord schreiben, dass wir gerade streamen, weil, Benachrichtigung ist bei mir nicht. Keine Benachrichtigung. Warum weiß dann jemand davon? Keine Ahnung, Abo-Box. Oh. Moment. Unbenching the Kench. Was heißt das? Das ist ein Meme, das ich nicht kenne oder ein Insider oder so. So, ich glaube, das ist das. Kondoi. So. Fertig. Ich glaube, das... Alles.
Kira, du musst unseren Punktestand noch richtig stellen. Wir wissen ihn nicht. Wir sind aufgeschmissen ohne dich. Aber dafür kannst du kein Blatt bauen. Keine Sorge, kann ich auch nicht. Mir wird der Eindruck von der Kamera fast schlecht. So. Ja. Weiter. Aber wir können es auch ein bisschen in die Länge ziehen, damit wir unseren Punktestand dann rechtzeitig haben. Wird ja eh jetzt ganz viel gelabert. Sie oder ich? Na, du natürlich. Nein, ich habe doch nichts Böses gesagt. Ja, ja. Da stand jetzt nämlich von Kira halt die Fresse. Ja. Aber weil heute Godwin's Day ist, war der Park brechend voll. Also kam mir halt eine Idee. Ich rief, haltet den Dieb! Und ruckzuck waren alle Leute im Park hinter ihm her. Bald schon war er umzingelt und dann musste ich ihm nur noch den Hals, die Handschellen anlegen. Ah, warte mal. Stream nur diesen sagen 66, 61, ja, kann sein. Okay. Ja, natürlich. Für mich? Für mich? Für dich. Viel Glück zum nicht. Geburtstag. Für mich? Meine Güte, ja. Das ist dann wirklich mal die Hilfe der Öffentlichkeit, was? Sonst wäre er uns wohl durch die Lappen gegangen. Aber was noch wichtiger ist, haben Sie schon ein Geschenk für Mrs. Hastings? Leider noch nicht, Herr Inspektor. Wie Sie selbst schon festgestellt haben, hat heute alles geschlossen. Ich wüsste ein Geschenk für Sie. Und Zeit. Das hat sie schon bekommen. Hä? Ich hätte gesagt, ein Tag ohne ihren Mann. Manche Ehefrauen würden sich drüber freuen. Nicht jede, ich weiß. Mhm. ja, hattest du das gerade? Ja. Ja. Ne? Ja. Oh, ich hatte schon das ungute Gefühl, dass sie so etwas sagen würden. Nicht den Kopf hängen lassen, Herr Inspektor. Noch ist der Tag nicht vorbei. Ein wenig haben wir noch. Ja, aber ein Geschenk werden wir wohl nicht mehr bekommen, oder? Jeder vermaledeite Laden in der Stadt hat geschlossen. Was frisst mein Gesicht? Dein Bart. Sie ist schuld. Ich glaube gar nicht. Ich habe nur vielleicht beiläufig erwähnt, dass sie einen Bartfetisch hat. Das stimmt nicht. Das ist kein Fetisch. Ich übertreib's aber gern so. Ja. Ich finde, ihm steht einen Bart. Sieht auch ohne Kamera besser aus. Sie will, dass ich aussehe wie Gronkh. Das stimmt gar nicht. Doch, sie mästet mich sogar. Nein. Das stimmt nicht. Ja, keine Sorge, er ist irgendwann wieder weg. Also, du solltest dir deswegen Sorgen machen, der Chat nicht. In mir doch scheißegal, ob du einen Bart hast oder nicht. Du hast mich gefragt, ob es mir gefällt, ich habe eine Antwort gegeben. Ja, und ich bin ja so nett gewesen und bin drauf eingegangen. Ja. Ja. Also ist doch alles gut. Ja. So, und es bleibt auch nicht mehr die Zeit, sich außerhalb umzusehen. Ich bin mit meinem Latein einfach am Ende. Latinum endum. Nee, Latino finito. Ja, stimmt, an die kürzeren Haare musste ich mich früher auch erstmal gewöhnen. Ja. Wenn das alles auf einen Schlag passiert wäre, oh Gott, das würde schlimm aussehen. Ja, so. Auf einmal so von lange Haare und bartfrei zu kurze Haare und Bart. Ja. Andererseits, das hätte man gut machen können. Weil man hätte an sich die Haare nehmen können und einfach vorne dran. Ja, jedenfalls ist nur zum Ausprobieren. Ja, dankeschön. Ist immer besser als ein Ziegenschnäuzer, was ja? Was ist ein Ziegenschnäuzer? Aber an dem kann man so schön rum... Ja, nee. Spielen. Wie auch immer. Latinum finitum. So schnell geben wir nicht auf. Es muss noch Möglichkeiten geben, an ein Geschenk zu kommen, die wir einfach nicht bedacht haben.
Wir grüben mal weiter und halten die Augen offen nach etwas, was Felicity gefallen könnte. Vielleicht Zeit mit ihrem Mann. Ja, vielen Dank, Cat. Ich weiß nicht, warum Sie sich meinetwegen solche Mühe geben, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ganz einfach. Ich helfe Ihnen, weil ich Ihnen helfen will. Was? Moment. Keine Sorge, also ich verstehe Leute, die mit solchen Kleinigkeiten Probleme haben und ich möchte das nicht, dass ich jemand das... Ich mag das selber nicht, wenn ich das... Also bei anderen stört es mich nicht so sehr, bei mir selber stört es mich total. Nee, ganz ehrlich, ich mach das weg, weil ich habe selber so manche kleine Zwangsneurosen. 50-Cent-Stücke. Ja. Ja. Wir sind uns da sogar einig. 50-Cent-Stücke sind ein Werk des Bösen, genauso wie 5-Cent-Stücke, aber ja. Da fällt es weniger auf, glaube ich. Ja. So. Okay. Ja, jedenfalls. Es ist weg. Ich glaube, es ist weg. Ja, es ist weg. Gut. Okay, also. Ja, du bist weiter. Ja? Ich bin. Okay. Potz Blitz, Sie sind ja schon fast zu nett für eine Detektivin, Cat. Cat und nett, Sie sind ja fast zu nett, Cat. Oh. Aber wenigstens hat er nicht sein auf sein. Ich wollte es gerade sagen. Okay. Und was haben Sie jetzt vor? Wo wollen Sie nach einem Geschenk suchen? Also, wie wär's, Sie nehmen einfach diese Box hier? Nein! Vielleicht würde sie sich darüber auch freuen. Das ist genauso wie ins Kino gehen und... Popcorn! Den Popcornbecher! Nein! Leute, macht das nicht. Nehmt euch nicht ihn als Vorbild. Das... Ich hab das noch nie gemacht! Was... Das war deine Idee gerade. Eine Schachtel und... Ach so, ja, das mit der Schachtel, ja, das war jetzt gerade, naja, nicht meine Idee, aber aber ich kenne es irgendwoher. Ich habe es nie selbst verschenkt. Okay. Und das mit dem Popcorn war ja wohl deine Idee. Das war nicht meine Idee. Das hast du gesagt, angefangen mit dem Popcorn. Weil ihr es mir erzählt habt. Jan war's. Du bist eingestiegen. Stimmt, ich bin drauf eingestiegen, weil ich kannte es ja eigentlich auch, okay, ja. Gut, ist egal. Ja. Hören wir auf mit Popcorn und Boxen und... Ja. Ja. Geschenk. Geschenk, Geschenk. Schokolade. F steht für Freunde. Also, langsam denke ich, dass wir die Lösung nicht in einem Laden finden. Aber ich habe da so einen Verdacht, dass jemand helfen könnte, den ich kenne. Oh, wer denn? Alles zu seiner Zeit, Inspektor. Erst einmal muss ich rüber in die Guildhall. Zu Cockbooker. In die Guildhall? Was ist denn eine Guildhall? Ja, wo ich natürlich nicht weiß, ob die fragliche Person auch dort zu finden wäre. Gut, ist eh nur ein Katzensprung die Straße runter, nicht wahr, Cat? Oh. Da komme ich mal mit. Oh, ein neues Teil. Moment. Oh, das läuft schon wieder langsamer. Ich versuche mal einfach mal wieder die Dings umzustellen, die Auflösung. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich die jetzt immer auf vierfach nativ wieder stelle. Dadurch wird es auch nicht langsamer, glaube ich. Tsching. Okay, weiter. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Naja. Warte, ich kann's noch lesen. Okay, mach das mal. Öffentliche Unterstützung. Mhm. Dank vorbildlicher Unterstützung der Öffentlichkeit konnte Inspektor Hastings den gesuchten Verbrecher wissen. Ich habe es gesunkenen gelesen. Nee, also jetzt nicht, dass der mit den Bewohnern eine Überraschung für die plant. So. Oh, und sie wird... und sie am Ende eigentlich richtig so ist. Ja, warum haben wir nicht was? Nee, aber ich meine, ich würde das auch so schrecklich finden, wenn man das bei mir machen würde. So eine Überraschungsparty mit ganz vielen Leuten? Ja, ich hasse viele Leute. Wen zuerst? Das Baby! Das Baby! Okay, dann auf das Baby.